Und ich dachte so, wie dumm. Ja, so, wie kann mir das passieren? Noch dazu, wo ich ja auch in dem Bereich coache. Habe sie dann wieder verkauft und habe Gewinn gemacht. Das war für mich wie, wow, das funktioniert. Ja, also ich habe jetzt nichts aktiv dafür gearbeitet. Ich habe einfach Geld mit Geld gemacht. Wie geil ist das denn? Wir haben uns irgendwann abgemacht, wenn ich dir 50 Euro gebe, dann erkennst du auch den Wert an von 50 Euro und dann gibst du mir Ware oder Dienstleistung im Gegenwert von 50 Euro zurück. Basiert eigentlich nur auf Vertrauen. Und jetzt habe ich hier auch noch was mitgebracht für euch, nämlich das ist eine Tube. Da sind Silbermünzen drinnen, 25 Stück. Und jetzt machen wir das gleiche Experiment wie vorher mit dem Geld. Na, jetzt lasse ich mal 25 Euro fallen. Geld ist eine Entscheidung und du kannst entscheiden, ich habe Geld und ich bin gleichzeitig ein guter Mensch. Die liebe Doris ist Herzensunternehmerin und sie wird gleich über das Thema Fülle sprechen. Sie lebt nach dem Motto entspannt erfolgreich sein. Sie liebt es, Frauen, Unternehmern und Selbstständigen zu zeigen und sie in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Doris ist unter anderem auch bekannt aus Woman und Geldhelden. Sie entwickelte Money Love. Und das finde ich so geil, weil wie oft hören wir diese Sätze, oh, Geld ist doch nicht wichtig, auch Geld ist die Wurzel allen Übels. Money Love, Geldliebe, das Money Mindset, Training für Unternehmer und Unternehmerinnen. Sie kommt aus Österreich, lebte mehrere Jahre in Deutschland und Brasilien und wagte Mitte 2021 den Sprung nach Mallorca, wo sie seitdem lebt und das Leben genießt. In Kursen, Coachings und Seminaren hat sie bereits hunderten Menschen ihr Fachwissen weitergegeben. Feinfühlige und klare Art und Weise. Ihre Gabe ist es, die unterbewussten Geldwunden aufzuspüren und zu heilen. In diesem Sinne, begrüßt mit einem herzlichen, mit einem kräftigen Applaus Doris Schlechtel! Hallo! Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist, dass ihr da seid und vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier mit euch über das Thema Wohlstand und Geld zu sprechen und euch von mir ja persönlich auch viel darüber zu erzählen, weil das Thema war nicht immer präsent in meinem Leben, beziehungsweise es war auch ein schwieriges Thema. Es wurde mir quasi vor die Füße geworfen, mich damit zu beschäftigen. Als allererstes möchte ich dir gratulieren, dass du hier bist, denn du investierst tatsächlich heute. Ja, wir sprechen heute über das Investieren, über Investing Love. Und das, was du heute investierst, ist das Wertvollste, was du hast, nämlich deine Lebenszeit. Und damit bist du schon einen großen Schritt weiter als die Mehrheit der Menschen, die vielleicht heute hier nicht sind, ja, die da auch die Einladung bekommen haben, die auch erfahren haben von diesem Kongress, gesagt haben, gut, ich habe jetzt keine Zeit, es passt jetzt nicht rein, aber du bist hier. Du hast dir die Zeit genommen und hast dir das Ticket geholt und bist jetzt hier. Und dafür gratuliere ich dir. Dieser Tag kann wirklich ein Wendepunkt sein in deinem Leben. Wer von euch glaubt, wenn du mehr Geld haben möchtest, dann musst du auch mehr dafür arbeiten? Okay. Gut, dafür sind wir heute hier, dass es eben nicht so sein muss, ne? Dass du nicht unbedingt mehr arbeiten musst, um mehr Geld zu haben. So, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diesen Tag vor ein paar Jahren. Es war so eigentlich ein ganz normaler Mittwoch, wo ich an meinem Schreibtisch saß, Laptop vor mir aufgeklappt, Tasse Tee neben mir und auch eine Tasse Kaffee, weil ich trinke gerne beides gleichzeitig. Und ich guckte raus aus dem Fenster rein in die Sonne und ich dachte, wow, wie geil ist das denn? Weil es war der Tag, an dem an nur einem Tag so viel Geld zu mir geflossen war, wie vorher in einem ganzen Jahr, als ich noch angestellt war. Und ich war überglücklich, war so euphorisiert und ich fühlte mich wie die Königin der Welt, weil an diesem Tag wurden ganz viele Ziele wahr. Es war einfach so dieses Gefühl von, boah, ich habe das geschafft, ne? Ich habe jetzt mein Business aufgebaut, ich habe so viel Geld eingenommen, ich habe das Ziel erreicht, mehr Geld zu haben, was ich ja auch
mit meinem Business erreichen wollte, dann natürlich nicht nur das Ziel, mehr Geld zu haben, sondern natürlich auch ganz vielen Menschen zu helfen. Aber es war für mich persönlich einmal so ein Punkt, wo ich, boah, ich war einfach so stolz. Und ich guckte dann auch auf mein Vision Board, das hatte ich so neben meinem Schreibtisch. Und da war so die Wasservilla auf den Malediven drauf, Dubai-Trip, Business Class fliegen, Wohnung einrichten lassen von der Wohnungsberaterin, Neubauwohnung, ja, alle so diese Ziele, die man so auf dem Vision Board klebt. Ne? Was klebt bei euch so auf dem Vision Board? Bei mir waren es diese Dinge. Und ich dachte, ja, jetzt ist alles möglich. Ne? Und dann machte ich das halt auch. Ne? Ich buchte den Trip da auf die Malediven, zu dieser Wasservilla, wo die Fischchen direkt unter dem Häuschen durchschwimmen, wo man morgens aufwacht und auf den Pool guckt und direkt dahinter das Meer mit den Delfinen. Du kannst raus aus dem Häuschen und direkt ins Wasser reinspringen. Es war einfach ein Dream come true. Und ich habe mir ganz viele dieser Träume dann erfüllt. So, was ist dann aber passiert? Einige Wochen später schaute ich auf mein Konto und ich würde euch gerne jetzt erzählen, dass da weiterhin ganz viel Geld drauf war. Naja, dem war nicht so, ne? Weil es waren halt nicht nur hoch, hoch, hoch die Monate und immer mehr, mehr, mehr Geld, sondern es gab auch mal Monate, wo es ein bisschen weniger war, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich habe meine Zyklen, ich bin nicht die, die jedes Monat hustlen kann und viel Marketing macht. Ich hatte dann auch mal so ein paar Trockenphasen dabei. Und dann kam ich wirklich in eine Situation, die für mich sehr, sehr unangenehm war, denn ich guckte aufs Konto, da war nicht mehr viel drauf und auf der anderen Seite waren da Rechnungen und da waren Steuerrückzahlungen und unerwartete Dinge. Und das war wirklich eine Phase in meinem Leben, die nicht schön war, denn ich fühlte mich, ja, ich habe mich einfach geschämt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Es war eine Phase, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass mir das jetzt passiert ist. Das, wovon alle sprechen, bilde Rücklagen, gib nicht zu viel aus. Und ich habe gemerkt, dieses Geldverhalten, das bringt mich echt nicht weiter. Das macht mich nicht finanziell frei, was ja auch eins meiner Ziele war. Und ich bin echt durch einen tiefen, tiefen Schmerz gegangen, nämlich ich habe gemerkt, dass ich vieles von meiner Identität auf Geld aufgebaut hatte. Auf dieses, wer bin ich, was kann ich zeigen, was, dieser Erfolg, dann natürlich, wenn du auf Social Media präsent bist, zeigst du das natürlich dann auch, das zieht ja dann auch wieder Kunden an. Und ich dachte so, wie dumm, ja, so, wie kann mir das passieren? Aber gleichzeitig hat es einfach Klick gemacht und diesen Schmerz habe ich gebraucht, weil dadurch habe ich wirklich was verändert in meinem Geldbewusstsein und in meinem Verhalten mit Geld. Und ich habe angefangen, mein Geld zu investieren und anzulegen. Und heute stehe ich einfach hier, weil ich möchte dich inspirieren, dich ins Investieren zu verlieben. Nämlich in Geldanlage, die für viele so unsexy ist, na, so männlich, so strukturiert, rational, langweilig, kompliziert. Und das muss es nicht sein. Es kann auch ganz leicht sein, feminin, intuitiv, wo du dein Herz auch mit einschalten kannst und dein Bauchgefühl. Denn stell dir vor, du hast nicht nur eine Einnahmequelle, sondern mehrere. Und das ist dann für mich das heute wie wenn ich in der Badewanne liege und mir vorstelle, ich habe nicht nur einen Wasserhahn, wo Geld reinfließt in die Badewanne, ne? Ist auch eine schöne Vorstellung, eine Badewanne voller Geld, wo Wasser reinfließt und es fließt halt aus verschiedenen Wasserhähnen. Ne? Und wenn einer mal ausfällt oder wenn du mal keine Lust hast, weil du dich mit was anderem beschäftigen möchtest, weil du gerne reisen möchtest oder dich mit deinen Kindern beschäftigen und Buch schreiben, weißt du einfach, Geld kommt trotzdem rein. Und das ist so ein gutes Gefühl. Was ist denn jetzt der Grund, warum viele Menschen das nicht machen, beziehungsweise halt einem Job nachgehen oder einem Business nachgehen und sich halt nur auf diese eine Sache fokussieren? Ich persönlich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mit Geldanlage zu beschäftigen, kam so eine Angst hoch, dass mich das ablenkt von meinem Business. Und dass ich dann eben
vielleicht auch Geld verlieren könnte. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Geschichten und Erfahrungen von Menschen, die Geld verloren haben durch Geld investieren. Und ich hatte dann auch die Angst, okay, jetzt hast du Geld eingenommen beim Business, legst das an, wem vertraust du denn dann? Was, wenn es dann weg ist? Was, wenn ich was falsch mache bei den Steuern? Das ist ja so ein komplett neues Themengebiet, was sich da eröffnet. Und dennoch, eben durch diesen Schmerz, wo ich gemerkt habe, ich kann aber nicht so weitermachen wie bisher. Ich kann nicht einfach mich nur auf diese eine Quelle verlassen und dann zwar immer Geld einnehmen, aber wenn ich es dann wieder ausgebe, bin ich ja die ganze Zeit die Einzige, die für Geld arbeitet. Ich möchte auch, dass mein Geld für mich arbeitet. Und dann hat mir ein Bekannter von einem Bekannten tatsächlich gezeigt, wie ich Aktien kaufen kann. Er hat mir gezeigt, wie ich ein Online-Broker-Konto eröffne und wie ich da Aktien platziere. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, das ist so leicht wie Online-Shopping. So habe ich das nicht früher gemacht. Ja, und habe dann diese Aktie gekauft, dann noch eine andere Aktie. Das war so einfach. Ne? Du weißt einfach dein Geld dahin, machst die Kauforder, fertig ist das Ding. Ne? Und dann nach ein paar Wochen guckte ich drauf, dann war die Aktie auch im Wert gestiegen und ich wollte das Geld für was anderes verwenden, habe sie dann wieder verkauft und habe Gewinn gemacht. Es waren damals ein paar hundert Euro, aber das war für mich wie, wow, das funktioniert. Ja, also ich habe jetzt nichts aktiv dafür gearbeitet, ich habe einfach Geld mit Geld gemacht. Wie geil ist das denn? Ja, und da habe ich so eine Lust gespürt. Ich wollte mehr, ich wollte rausfinden, wie das genau geht. Und ihr müsst einfach eine Sache verstehen. Viele Menschen denken, das ist riskant, wenn man Geld investiert, weil dann kann man es ja verlieren. Und ich möchte euch einfach eine Anekdote zeigen. Ich habe hier meine Geldbörse mitgebracht. Und da sind ja, ups, da kommt schon der erste. Da sind ein paar Scheinchen drinnen, ne? Ist immer schön, ein paar Scheinchen dabei zu haben, gerade wenn es heiß ist auf Mallorca. Kann es nicht schaden. Das Ding ist nur, ist ja auch in aller Munde, viel in den Medien, durch die Inflation passiert Folgendes. Du hast Geld auf deinem Konto und es wird jedes ja, weniger wert, eigentlich jeden Tag. Und aktuell ist die Inflation sogar sehr hoch, bei fast 10%. Es schwankt jedes Monat so ein bisschen, aber war schon mal drüber, jetzt wieder ein bisschen runter. Bedeutet, das Geld, was ich jetzt hier in der Hand habe, damit kann ich mir heute was kaufen. Ich kann damit heute hier einen Kaffee kaufen, ich kann shoppen gehen, ich kann einen Urlaub damit kaufen. Aber nächstes Jahr ist es nur mehr ein Teil davon, was ich verwenden kann zum Shoppen, zum Einkaufen. Einfach weil es brach liegt und die Inflation das Geld jeden Tag weniger wert macht. Bedeutet, wenn du nicht investierst, dann hast du schon verloren. Das muss man sich vor Augen führen. Und was noch dazu kommt, dieses Geld ist Scheingeld. Es hat nur den Anschein, einen Wert zu haben. Es ist einfach nur Papier, ups, wo wir Menschen einen Wert drauf projizieren. Ne? Wir haben uns irgendwann abgemacht, wenn ich dir 50 Euro gebe, dann erkennst du auch den Wert an von 50 Euro und dann gibst du mir Ware oder Dienstleistung im Gegenwert von 50 Euro zurück. Das heißt, es basiert eigentlich nur auf Vertrauen. Wenn ich mir aber den Wert an sich anschaue, dann ist es nur Papier und dementsprechend, wenn ich es fallen lasse, hört ihr irgendwas? Man hört nichts, es ist Luft, es ist einfach Vertrauen. Was kannst du also tun, damit du dein Geld sichern kannst, damit es nicht jedes Jahr oder jedes Monat wert wird? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du es in Edelmetalle anlegst. Und ich habe hier auch immer so eine schöne Münze in meinem Portemonnaie, eine Silbermünze. Die habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren, bevor ich mich mit dem Thema Investieren beschäftigt habe, gewonnen von einem Investment-Coach. Und ich dachte damals, oh, das ist ja nice, der schenkt mir so eine Münze. Ich wusste gar nicht, was die wert ist. Was glaubt ihr? Habt ihr eine Ahnung, was die Silbermünze wert ist? Weiß es jemand? 20 Euro, 100 Euro, ja? 25? Ist eine Unze, ja? 40? Ja, super Schätzungen. Ungefähr aktuell 25 Euro, ne? Schwankt ein bisschen. Mhm. Und natürlich, wenn du eine Unze Gold hast, ist das was anderes. Ne? Gold hat einen höheren Wert pro Gramm. Und
Ja, die liegt einfach schön in der Hand, die glänzt schön. Ich war gleich verzaubert, als ich die bekommen habe. Dachte, wie schön ist das denn? Und jetzt habe ich hier auch noch was mitgebracht für euch, nämlich das ist eine Tube. Da sind Silbermünzen drinnen, 25 an der Stück, an der Zahl, 25 Stück. Und jetzt machen wir das gleiche Experiment wie vorher mit dem Geld. Na, jetzt lasse ich mal 25 Euro fallen. Ja, aber 20 Euro? Wer hört was? Tudum. Und jetzt lasse ich das fallen. Oh, da hört man schon ein bisschen mehr. Und wenn ich das fallen lasse? Das ist ein wahrer Wert. Das ist wahres Geld. Ein Wert, der bleibt. Silber, Gold, andere Metalle, es gibt auch seltene Erden. Das sind Werte, die haben Bestand. Damit könnt ihr euer Geld sichern. Und es ist überhaupt nicht kompliziert, sowas zu kaufen. Das gibt es im Online-Shop zu bestellen. Da kannst du hier in der Gegend, in Köln zum Beispiel, zu einem Fachhändler gehen und Bargeld eintauschen. In Deutschland ist es aktuell so, bis 2000 Euro gibt es eine Anonymitätsgrenze. Also bis 2000 Euro kannst du auch ganz anonym einkaufen. Darüber wird dann registriert, dass du das Geld eingetauscht hast. Ja, und das ist etwas, ich verschenke das auch gerne mal zu Weihnachten, so eine Münze oder an meine Kunden, weil es halt wirklich symbolisiert, was Geld, na, also dass du das Wertvollste, was du mit deiner Zeit quasi einnimmst, das ist ja Geld, das ist der Tausch von dem Kostbarsten, was du hast, die Zeit gegen Geld, dass das eben auch bei dir bleibt, dass es nicht weniger wird. Ja, und dann gibt es noch andere Möglichkeiten wie Kryptowährungen zum Beispiel, die ich auch sehr, sehr spannend finde, wo ich ein Programm habe, wo ich zeige, wie man Kryptowährungen kauft, wie man sie vermehrt, wie man sie hält und wie du tatsächlich auch passive Einnahmen generieren kannst damit. Und bei dem ganzen Thema Investieren ist halt immer wichtig, ja, es gibt ein gewisses Risiko, aber wenn du dich breit aufstellst, dann minimierst du das Risiko und dann baust du für dich Sicherheit auf. Und dann baust du Wohlstand auf. Ich kriege auch oft die Frage, Doris, was bringt es mir denn, wenn ich Geld habe? Ne? Liegt es auf dem Konto, wird es weniger wert? Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ist jetzt auch nicht so sinnvoll, es einfach nur auf dem Konto liegen zu lassen. Aber wozu brauche ich denn viel Geld? Geld ist ja nicht so wichtig. Ne? Andere Dinge sind wichtiger. Wenn du wirklich frei sein möchtest, zu tun, was du tun möchtest, wann du es tun möchtest, mit wem, wo sein möchtest, wo du sein möchtest, dann ist es wichtig, dass du Geld hast, weil Geld ist in unserer Gesellschaft heutzutage einfach eine Möglichkeit, viele Dinge zu kaufen, zu tun oder auch nicht zu tun. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du es auch nicht für dich arbeiten lassen. Daher so ist es so wichtig, dass du das Geld, was du einnimmst, dass du dir auch erlaubst, das zu haben. Dass du wirklich wohlhabend wirst, wohlstehst, deswegen Wohlstand, ne? Auf beiden Beinen fest verwurzelt, fest verankert. Der Vortrag heute, Wohlstand, geht es um das Wurzelchakra, das Chakra, das dich in der Erde verwurzelt, wo du dir selber Sicherheit gibst. Wie viel Sicherheit erlaubst du dir in deinem Leben? Hast du Geld? Behältst du es auch, ohne daran festzuhalten, ohne dich darin zu verkrampfen und Angst zu haben, es wieder zu verlieren, es auch fließen zu lassen, ist auch ganz wichtig. Aber allein dadurch, dass du es behältst, damit erschaffst du dir einfach in unserer Zeit aktuell auch Sicherheit. Und ich möchte euch kurz einladen, mit mir eine Übung zu machen, denn auch dein Körper kann dir ganz viel zeigen darüber, ob du dir das aktuell erlaubst oder ob da vielleicht in deinem Inneren, in deinem Körper, in deinem Energiefeld sich etwas dagegen sträubt. Wollt ihr einfach mal alle aufstehen? Sehr gut, danke sehr. Also, stell dich einfach mal beidbeinig hin, ne? So hüftbreit, verwurzel dich, leg mal die Karten weg. Und ja, nimm mal einen tiefen Atemzug. Und schließ gerne deine Augen. Die Arme kannst du ganz entspannt neben dir baumeln lassen. Und jetzt denk mal an etwas Schönes. Vielleicht an einen Urlaub, der richtig, richtig schön war. Vielleicht warst du an einem Strand, in der Sonne. Und schau mal, ob dein Körper eher nach
vorne schwankt oder nach hinten bei dieser Vorstellung. Lass mal deinen Körper ganz entspannt, na, die Knie kannst du ruhig ein bisschen abgewinkelt lassen oder auch durchgestreckt. Und prüf mal, geht der Körper eher nach vorne oder nach hinten? Lass ihn einfach mal schwanken. Okay? Wahrscheinlich eher nach vorne. So, und jetzt denk, und jetzt wieder neutral, ne? Kannst die Augen geschlossen halten. Und jetzt denk mal an folgende Situation. Du warst gerade unterwegs. Und jetzt gehst du zurück zu deinem Auto. Es steht am Parkplatz. Du machst dein Auto auf, steigst ein. Und plötzlich erkennst du, meine Handtasche, meine Geldbörse, mein Handy, alles weg. Oh Gott, wo schwankt dein Körper hin? Nach vorne oder nach hinten? Okay, nimm es einfach warmer für dich, wahrscheinlich eher nach hinten. Und jetzt denk mal daran, dass du wohlhabend bist, dass du richtig viel Geld hast. So viel Geld, wie du noch nie zuvor hattest. Schau mal auf dein Konto, da steht eine riesengroße Zahl. Und schau mal, wo schwankt dein Körper jetzt hin? Eher nach vorne oder nach hinten? Und wenn er nach vorne geht, was zieht dich an? Was zieht dich an dieser Summe? Oder wenn er nach hinten geht, was lässt dich zurückwanken? Was schreckt dich ab? Jetzt stell dir vor, dass du mehr Geld hast als deine Eltern zusammen. Als deine Mutter, schau mal, wo dein Körper hinwankt. Und als dein Vater, schau mal, wo dein Körper nach vorne oder nach hinten. Okay, nimm mal noch einen tiefen Atemzug und komm wieder hier an, kannst gerne die Augen wieder öffnen und dich setzen. Das Spannende ist, dein Körper zeigt dir ganz viel darüber, ob Geld eher was Positives ist, was dich hinzieht, oder ob es eher was ist wie zurück, ne? Eher so ein bisschen weg davon. Du kannst es mit ganz vielen Begriffen durchspielen, mit ganz vielen Szenarien, zum Beispiel auch die Vorstellung, viele Kunden zu haben, viel mehr Kunden, als du heute hast. Die Vorstellung, wenn du gerade dabei bist, etwas zu verändern in deinem Business, dass du schaust, okay, zieht sich nach vorne, zieht sich nach hinten. Und immer dann, wenn es zurückgeht, ist das Signal von deinem Körper Stress. Da passt irgendwas nicht. Bedeutet nicht, dass du es deswegen lassen musst. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass dein Körper sagt, hey, guck mal hin. Da sind noch Glaubenssätze, da sind noch Stressoren in deinem System. Da darfst du noch irgendwas auflösen, was dir jetzt noch im Weg steht. Und vielleicht hast du jetzt was rausgefunden oder gespürt, das dich erstmal traurig stimmt oder wütend macht oder denkst, ach, wusste ich's doch, ne, Kacke, wieder was gefunden, jetzt darf ich wieder an was arbeiten, ist ja klar, dass es nicht läuft bei mir oder in der Familie, ne, habe ich es jetzt auch nicht gut vorgelebt bekommen. Und jetzt kommt das Mindset ins Spiel, weil jetzt kannst du schauen, gehst du jetzt eher mit der Einstellung ran, dass du sagst, das ist jetzt blöd, ne? Wieder ein Beweis, dass ich es nicht kann. Oder sagst du, geil, ich habe was gefunden und ich kann es jetzt ändern. Weil wie mega, dass ich das jetzt gefunden habe. Was ist blöder, wenn du es nicht findest und dein ganzes Leben lang mit dir mitträgst und nicht weißt, woran es liegt? Oder dem Moment, wo du es rausfindest und eine Erkenntnis hast und merkst, okay, wow, da ist jetzt was, an dem darf ich arbeiten, das darf ich verändern. Das ist ein Moment des Wachstums und dafür kannst du dich richtig feiern. Ja, also wie siehst du die Dinge? Das ist so relevant. Und Geld ist nun mal kein Secret. Auch wenn das viele sagen, für mich ist Geld tatsächlich
tatsächlich verbunden mit Fähigkeiten. Es sind keine Money Secrets, es sind Money Skills. Und das, was das Secret ist bei der ganzen Geschichte, ist eigentlich, dass die Menschen, die meisten von uns, das nicht lernen, weder in der Schule, nicht im Beruf, nicht in der Uni und nachher auch meistens nicht persönlich, weil uns so viele innere Glaubenssätze und Überzeugungen davon abhalten, weil wir eben glauben, es ist kompliziert, ist schwierig, Geld verdirbt den Charakter und Geld ist was Böses. Bedeutet, wenn du sagst, ich möchte aber mehr Geld in meinem Leben haben, dann darfst du dich damit beschäftigen, wie Geld funktioniert und du darfst die Fähigkeiten lernen. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch die Top 3 Money Skills, die Money Fähigkeiten mitgeben, die du brauchst, um finanziell frei zu werden. Und die erste Fähigkeit ist tatsächlich, dich für Geld zu entscheiden. Das ist so, so wichtig, dass du dazu stehst, dass du Geld haben willst, dass du mehr Geld haben willst, dass du eben nicht glaubst, wenn ich mehr habe, werde ich abgelehnt, dann gehöre ich nicht mehr dazu, dann bin ich abgehoben, dann bin ich egoistisch, dann habe ich mehr, andere haben weniger. Was, wenn das alles nicht wahr ist? Geld ist eine Entscheidung und du kannst entscheiden, ich habe Geld und ich bin gleichzeitig ein guter Mensch. Ich bin jetzt ein guter Mensch, also warum sollte ich ein schlechter Mensch sein, wenn ich Geld habe? Ich kann so viel Gutes mit Geld bewirken. Erstens mal kann ich mein eigenes Leben verbessern. Das ist doch toll. Ja, dann geht's mir gut, geht's auch allen anderen gut. Versorg dich zuerst. Steh einfach dazu und sag, okay, I love money. Sag mir das mal nach. I love money. I love money. Genau. Und steh dazu. So, wenn du jetzt sagst, oh nein, das triggert mich jetzt, ich will kein Geld haben, ich will auch nicht über Geld sprechen, alles gut, wir lieben dich dennoch. Du darfst gerne auch sagen, gut, ich lasse das bleiben, es ist freiwillig. Du kannst sagen, ist nicht für mich, finde ich doof. Kannst auch gerne jetzt rausgehen natürlich und dir einen Kaffee holen, ein bisschen plaudern draußen. Aber wenn du sagst, du willst wirklich finanziell frei werden und dir ist es ein Anliegen, dein eigenes Leben zu verbessern, das deiner Familie, deiner Liebsten und auch der Welt ein Beitrag zu sein mit mehr Geld, dann steh dazu. Und dann steh jetzt auf und zeig dich. Ich meine das wirklich so. Steh jetzt auf und triff jetzt die Entscheidung und sag, ich stehe dazu. Ich liebe Geld und ich will mehr Geld haben in meinem Leben. Und ich will damit was Positives bewirken. Ich liebe Geld. Ja? Ja, verwurzel dich, stell dich breit hin, sag, ich liebe Geld und ich hol mir das jetzt. Und ich gehe dafür und ich lerne das, wie das geht. Und ich überwinde meine Geldwunden. Fang an, mehr zu vertrauen, mir selbst mehr zu vertrauen, anderen Menschen mehr zu vertrauen, dem Geld mehr zu vertrauen. Ich gehe jetzt dafür und dann versprich mir eins und versprich es auch dir selbst, dass du nie wieder aufhörst damit. Dass das wirklich eine Lebensaufgabe ist. Und vor allem, dass du dadurch zu einem noch strahlenderen und noch liebevolleren Menschen wirst. Denn das ist diese Reise, es ist eine Reise zu dir selbst. Und ich würde heute nicht hier stehen und das so sagen können, wenn ich nicht viele meiner Geldwunden geheilt hätte. Und ich feiere euch, ich feiere jeden von euch. Und eigentlich wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt zu sagen, gut, so lassen wir es jetzt, ne? Jetzt gehe ich nach Hause und ihr feiert. Und wir, nicht gleich nach Hause, ne? Es gibt noch tolle Vorträge. Aber ich habe ja noch 2 weitere Geldfähigkeiten für euch. Also bitte, ihr dürft euch gerne wieder setzen. Das zweite ist, die zweite Fähigkeit, die du brauchst für finanzielle Freiheit, dass du effizient mit deinem Geld umgehst. Was bedeutet das? Dass du eben nicht das machst, wie ich es gemacht habe, sobald Geld reinkommt, dass du alles wieder ausgibst, sondern dass du erstmal einen Teil deines Geldes zurückhältst und damit was machst, was es vermehrt. Und dafür musst du halt natürlich auch ein bisschen Wissen haben, dass du weißt, okay, wo kann ich es anlegen, welche Möglichkeiten gibt es, mein Geld zu vermehren,
Das zeige ich übrigens in meinen Programmen. Also wer darüber gerne was wissen möchte, kommt gerne auf mich zu. Effizient mit Geld umgehen bedeutet, den Long-Term Profit über den Short-Term Gain zu stellen. Also den langfristigen Profit über dem kurzfristigen Genuss zu stellen. Es bedeutet also, vielleicht mal eine Zeit im Leben auf Dinge zu verzichten, obwohl man es unbedingt haben möchte, und es nicht zu kaufen, was man eigentlich nicht braucht, aber was man trotzdem kaufen möchte, um Menschen zu imponieren, die man eigentlich nicht mag. Ne? Findet den Fehler. Sondern vor allem sich selbst damit wertzuschätzen und seine eigene Zeit. Weil wie wertschätzend ist es, wenn ich arbeiten gehe und ich kriege Geld dafür und dann gehe ich zu H&M und wühle im Tisch und kaufe mir irgendwie 3 Teile, die ich nachher einmal anziehe und dann liegen die im Schrank. Und dann habe ich meine wertvollste Zeit in den Schrank gelegt. Und dann schmeiße ich es irgendwann weg oder bring's zur Kleiderkiste. Wie wertschätzend ist das? Also geh wirklich wertschätzend damit um und effizient. Bilde Rücklagen. Bau dir keine Schulden auf. Ausnahme, wenn du es zum Beispiel für Geldanlage machst, wie Immobilien. Das ist eine Ausnahme. Das machen auch sehr viele Investoren, dass sie ihr Geld eben bei der Bank aufnehmen, um es zu investieren in Immobilien. Aber mach bitte keine Konsumschulden. Überzieh dein Konto nicht, mach keine Kreditkartenschulden, weil damit kommst du in eine Spirale, die nach unten geht. Und damit machst du andere Menschen reicher, weil du zahlst dann Zinsen für Geld, was du dir geholt hast, für Konsum, für Urlaube oder für Auto oder Möbel, was die meisten Menschen machen, was in unserer Gesellschaft auch sehr breit anerkannt ist. Aber keiner sieht, dass du damit ja dein Geld immer noch weniger wert machst. Du zahlst dann Zinsen an jemand anderen und der wird dadurch reicher. So, wenn du also nicht in dieser Spirale sein möchtest, nach unten, sondern in dieser nach oben, dann darfst du auf die Seite wechseln, wo du Zinsen bekommst. Wo du eben nicht Geld leihst, um was zu kaufen, was dir nachher nicht mehr Geld bringt, was Konsum ist, sondern wo du investierst. Und dann wird dein Geld mehr und du bekommst Zinsen dafür. Dann kannst du dir dadurch weitere Einnahmequellen aufbauen und somit kommst du immer mehr in diese Leichtigkeit, dieses mein Geld arbeitet für mich. Ich bin nicht die Einzige hier, die für Geld arbeitet. Es kommt aus unterschiedlichen Quellen und es bringt mir einen Return on Invest. Und natürlich ist auch eine Investition in dich sehr, sehr wertvoll. Weil was ist noch immer die lohnenswerteste Investition oder die, die dir den höchsten Return on Invest bringt, das bist tatsächlich du. Deine Fähigkeiten, dein Selbstbewusstsein, dein Wissen, also investier auch in dich. Und dann kommt eben die dritte Fähigkeit ins Spiel und das ist, dass du es wirklich lernst, wie du dein Geld anlegst, wie du es investierst, dass du zum Beispiel heute direkt nach dem Vortrag, kannst du heute noch machen, dir ein paar Silbermünzen holst, dass du dich an Unternehmen beteiligst, wo du zum Beispiel Aktien kaufen kannst, die dann wiederum, wo die Firma dann Geld an dich ausschüttet als Dankeschön sozusagen. Du bekommst einen Teil von dem Gewinn. Also ich finde das irgendwie cool. So viele fragen mich, Doris, hast du eine Idee, wo ich einen Investor finde für mein Business? Ich denke mir so, ist doch auch eine coole Vorstellung, wenn ich Investor bin für andere Firmen. Und dann profitiere ich von deren Businesskonzept und von deren Wachstum und bekomme einfach Geld dafür, dass ich denen mein Geld geliehen habe für eine Zeit. Und wenn ich es nicht mehr machen möchte, dann kann ich die Aktie ja wieder verkaufen. Oder mach dir zum Beispiel Sparpläne wie Goldsparpläne oder ETFs oder auch Kryptosparpläne. Das lohnt sich so sehr, dass du wirklich dir wie ein System schaffst. Es gibt auch bei vielen Konten so automatische Einkommensverteiler. Dass wenn Geld reinkommt, dass du schon angeben kannst, 10% bitte auf dieses Konto, 10% auf jenes Konto. Somit musst du dich gar nicht so viel drum kümmern, wenn du es einmal aufgebaut hast. Also es ist wirklich eine Herzensempfehlung und bau das Ganze auf verschiedene Säulen auf. Lerne auch, wie du automatisierte Trading-Bots nutzt. Das ist etwas, was ich aktuell sehr gerne nutze, wo du ja Renditen machen kannst von 1-30% im Monat. Ja, wenn ich das so sage, dann kommt oft so, okay, wo ist der Haken? Wie kann das sein? Das ist viel zu viel. Auf der Bank kriegt man gerade mal so 2%, wenn überhaupt.
Ja, eine Kundin hat vor kurzem mal zu mir gesagt, wenn du den Haken suchst, dann geh zum Spiegel und schau dich rein. Dann findest du den Haken. Also, Fazit. Das große Geld kommt, wenn du bereit bist, wenn du dich dafür entscheidest, dafür gehst und mutig bist, mal was anders zu machen als die anderen. Wenn du es auch wertschätzt, wenn du deinem Geld Platz in deinem Leben gibst und wenn du dich wirklich damit beschäftigst, es anlegst, die Fähigkeiten dafür entwickelst, dann ist der Weg frei und dann hoffe ich für dich, dann wünsche ich dir, dass alle Wünsche, die du irgendwann mal auf dein Vision Board geklebt hast oder die du in deinem Herzen trägst, wahr werden und dass du die für dich erfüllen kannst. Vielen Dank.